Mein Name ist Manuela Kehrer und ich begebe mich hier gerade fast in Lebensgefahr, beziehungsweise dokumentiere ich eine Straftat, weil ich nämlich auf dem Rad sitze. Während ich dieses Video drehe, ich denke, man sieht. Und das ist natürlich nicht zum Nachmachen gedacht, aber ich bin ja Südtirolerin und lebe auch in Brixen. Und ich nehme das jetzt mal all'Italiana. Ich habe auch keinen Helm, es tut mir leid. Und nehme es etwas lockerer. Und in Wahrheit, Sie wissen das, mache ich das, weil ich einiges tue, um auf meine Musik aufmerksam zu machen. Und das können Sie jetzt gern auch als polemisch-philosophische Frage nehmen, was die zeitgenössische Musikszene heutzutage alles machen muss. In Wahrheit ist es natürlich so, dass ein ganzes Filmteam mich begleitet und dass das nur so ausschaut, als ob es gefährlich wäre. So, ich stelle jetzt einige Fragen an mich selber. Und zwar, warum komponiere ich? Ich komponiere, weil die Alternativfrage wäre, warum komponiere ich nicht? Und diese Frage stellt sich mir ganz einfach nicht, weil ich komponieren muss, weil das etwas ist, was einfach zu mir gehört. Kann ich kochen? Ja, ich kann, glaube ich, ganz gut kochen. Man sagt mir nach, dass ich besonders gut Risotto kochen kann. Vielleicht deshalb, weil man da sehr, sehr lang rühren muss, damit es gut wird. Und wenn ich Zeit habe, dann habe ich auch Geduld. Mein schönstes Konzert in der Vergangenheit war in Asiago. Da war ich Composer in Residence. Und das war einfach wunderbar, weil da war ein Konzert im Dom von Asiago und es waren ungefähr 1000 Leute und es waren vor allem Leute, die eigentlich nichts mit der neuen Musik zu tun haben und diesen ersten Kontakt hatten und es war eine so schöne Stimmung, wie ich das sonst bei meiner Musik eigentlich noch nie erlebt habe. Mein Outfit beim Komponieren ist das, was ich sonst auch anhabe und zwar muss es bequem sein und es muss einfach, ja, fein sein, wie man bei uns sagt. Und dann passt es auch gut fürs Komponieren für mich. Und jetzt habe ich was vergessen noch. Ich weiß, dass es noch eine Frage gibt, die ich mir stellen soll. Und jetzt fällt sie mir gerade nicht ein. Doch, jetzt weiß ich sie wieder. Das ist eine ganz wichtige Frage. Und die Frage lautet, Meer oder Berg? Und diese Frage beantworte ich schnell mit einer Kameraeinstellung. Ich weiß nicht, ob man sieht. Ich denke, man sieht, das ist die Sonne. Also, ich lebe ja in den Bergen und deswegen würde ich sagen, absolut Berg. Aber ich mag auch das Meer sehr, sehr gern. Und. Prego. Bolzano. Sì, sì, è giusto. So, Sie wollten jetzt noch schnell wissen, wie man nach Bozen kommt. Und ich mag sehr gern die Berge, mag aber auch das Meer. Und fahre jetzt wieder nach Hause mit meinem Filmteam und wünsche noch eine gute Zeit.